Alter. Ach. Nee, warte mal, das ist... Ist das Rani? Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Elden Ring. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Wir sind wieder am Start. Ich bin schon mal von dieser Ruine, wo wir den Talisman gefunden haben, der den maximalen Fokus erhöht, also den maximalen Mana-Vorrat, sind wir zu der Gnade jetzt vorgelaufen, denn wir haben schon 62.600 Runen. Und benötigen, glaube ich, 69.000, 67.000 für ein neues Level. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 5.000 Runen. Die poppen wir, damit wir das Level machen können. Dum, dum, dum. So, wir brauchen 5.000, bitte. Ja. Vielen Dank dafür. Und da kommt das Level. Im Geschick. So. Und dann gehen wir jetzt hier hin. Markierung 3. Da müssen wir noch erkunden. Wieder eine Ruine. Ruine des Mondvolks. Okay. Da kommen bestimmt wieder so komischen Ekelviecher gleich aus dem Boden. Wow. Das sind wieder so eine Cover, die sich porten, ey. Feuerwerk! Ach, die Nerven. Und eine Rundbogen, danke. Und noch eine Runde 9. Was ist hier gerade kaputt gegangen? Aber. Alter, was? Ich hab mich fast weggehauen. So, haben wir's? Danke. Nervbatzen, ey. Mal wie fett. Jo, beruhig dich. Ja, viel Besonderes gab es jetzt hier auch noch nicht. Ah, schon wieder was Verstecktes. Was? Okay. Geschmiedstein 8. Kein Pfad voraus. Ja. Leider nein. Dahinter wahrscheinlich auch nicht. Nö. Nö. Okay, du wischst mit Stein 8. Ja, weiß nicht, ob sich das jetzt gelohnt hat hier. Hey. Hey. Feigling. Das war's, ne?
Hätten wir da auch... Was? Oh Mann. Wieder ein Drache. Schimmerstein Drache Adula. Okay, diesmal ist es ein Boss. Was machst du da? What the? Okay. Alles klar. Vergiftet. Aua. Nicht wieder runterfallen. Wäre nicht so geil. Oh. Mimik, machst du mal was? Wo ist er? Boah, Mann, dieser scheiß Felskack, der hier im Weg liegt. Ist nicht mehr vergiftet. Müssen wir nachholen. Na klar, bleib einfach in der Luft hängen. What the? Oh oh. Lauf, lauf! Also manchmal habe ich das Gefühl, dass Mimik überhaupt gar keinen Bock hat. Kann da nicht ausweichen. Selbst beim Abspringen nicht.
Das gibt's doch nicht! Hau rein, Junge! Drecksvieh! 144.000 Runen! Adulas Mondklinge. Okay. Inventar. Das war ein Zauber. Adulas Mondklinge, oder? Weisheit 32, ach komm. Lässt auf einen ausladenden Hieb eines riesigen Kriegsgeschosses folgen. Gut, 144.000 Runen müssen wir erstmal ausgeben. X4, ey. Hat 44.000 Runden. Das war bis jetzt der Gegner, der am meisten gebracht hat. Was? Oh. Sogar für zwei Level genau. Mist. Okay, dann ist jetzt der Weg frei. Stopp, da war eine Rude. Pferd. So, was haben wir jetzt hier? Das ist schon mal eine Gnade, ist schon mal gut. Kathedrale von Manus Celles. Der Lichtsplitter, okay. Der Lichtsplitter, Sternlichtsplitter. Überall Sternlichtsplitter. Boah, dieses Pferd, ey. Gut, machen wir erstmal die Gnade. Okay. Ja, noch einen mehr Sternlichtsplitter. Ich habe ja sonst keine Verwendung dafür. Einmal habe ich den bis jetzt benutzt. Regeneriert über Zeit FP. Ich dachte, jetzt gibt es hier nochmal irgendwie eine Träne oder sowas. Und wir fahren wieder unsere Flaschen pressen können. Hier ist noch ein Loch. Hier. Liebe voraus. Was? Was denn für eine Liebe? Oh, hier, da kann man Tatsache runter. Hier. Liebe voraus. Nee, oder?
Sterbe ich doch. Gut, es gibt jetzt keinen Weg zurück, also muss man eigentlich runter können. Okay. Okay, also wieder ein verstecktes Ding. Das sieht schon wieder hart nach Boss aus. Sie dürfen nicht, oh, sie dürfen nicht. Liebhaber suchen. Ja. Zeit für dies Liebe. Hey, da sitzt jemand. Ein zweiter Gang. Okay, den gucken wir uns gleich an. Ah, ist doch ein Boss. Ich quatsch den jetzt an oder er steht gleich auf oder was weiß ich. Unerwartet das liebenswerte Person. Liebe voraus. Rumpf voraus benötigt. Alter. Ach. Ne, warte mal, das ist... Ist das Rani? Glaube ich Rani, oder? Aber jetzt muss ich erstmal einen Screenshot machen. Ring anstecken. Oh Gott, heirate ich sie jetzt oder was? Das sind die ekligen zwei Finger mit dem Todesmal drinne. Ach komm, was soll's. Nehmt das auch noch schlimmer aus. Jetzt scheint es hier wieder gut zu gehen. So, it was thee who would become my lord. Perhaps I needn't have warned thee. I am pleased, however. Thou art a fitting choice. I go now to the night sky. It is there I shall find mine order. I bid thee travel the path of the lord. And once all is done, we shall see each other once more. Oh, okay. Dunkelmond Großschwert. Ein bisschen creepy. Ja, Dunkelmond, Großschwert. Ist Frost aus. Natürlich wieder eine Weisheitswaffe mit 38. Ein Mondgroßschwert. Laut alter Tradition ein Geschenk der Königin von Karia an ihren Gemahlen. Eine der legendären Waffen. Ranis Siegel ist der Vollmond. Kalt und Bleiern. Und dieses Schwert ist einer seiner Lichtstrahlen. Einzigartiges Talent, Mondlicht-Großschwert. Haltet das Schwert in die Höhe und badet es im Licht des dunklen Mondes.
Verstärkt kurz magische Angriffe und erfüllt die Klinge mit Frost. Aufgeladene Angriffe entfesseln Mondlichtsalven. Bestimmt eine coole Waffe. Leider nichts für mich. Schade. Okay, meine lieben Freunde. Dann sind wir aber schon wieder am Ende. Gucken, wie lang der Part wieder wird, ey. Damit sage ich wieder. Recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr denn wollt, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank. Haut rein.